Jo Leute, was geht? Und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und ja Leute, im heutigen Video möchte ich euch mal den Workaround vom GiveCast to Friends Sketch zeigen. Ja, heute ist ja Donnerstag und Donnerstag ist ja bekanntlich auch Patchtag und somit wurde auch leider heute Morgen die Version vom GiveCast to Friends Sketch gepatcht. Aber ja, es gibt auf jeden Fall wieder einen Workaround und den möchte ich euch einmal vorstellen. Ja, zunächst einmal den Glitch, den könnt ihr überall auf der Map machen, das heißt, ihr müsst euch nicht verglitchen. Ihr ja, stellt einfach eure MOC irgendwo hin. Dann braucht ihr halt noch einen Freund und das Auto, was ihr euch ziehen wollt von dem Freund. Und ja, ebenso braucht ihr dann hinten noch in der MOC entweder ein Auto, was ihr nicht mehr benötigt, oder halt einen kostenlosen Elegy. Wenn ihr das so alles habt, dann geht mal hinten hier in die MOC rein, steigt einmal in das Auto ein und fahrt aus der MOC raus. So, wir lassen den Freund einmal einsteigen. Der Freund geht dann ins Pausenmenü, dann fahren wir einmal hinter die MOC, drücken dann Steuerkreuz nach rechts, warten bis der Freund ausgestiegen ist, perfekt, fahren dann ein bisschen nach hinten, so, dann steigen wir einmal aus, gehen in die Franklin-Meldung rein, verlassen diese wieder, laufen hinter unsere MOC und unser Freund, der sollte dann jetzt in die Franklin-Meldung auch reingehen und dort verweilen. Und ja, jetzt kommt auf jeden Fall der Patch und zwar haben wir jetzt nicht mehr den schwarzen Balken. Und um den schwarzen Balken jetzt einfach wieder zu bekommen, gehen wir einfach nur auf Options, dann gehen wir auf Online, dann gehen wir einmal kurz auf Criminal Enterprise, Starter Pack, gehen wieder raus, Kreis, Kreis und ihr seht, wir haben den schwarzen Balken, ist auf jeden Fall perfekt. So, jetzt gehen wir wieder in die Franklin-Meldung rein, wenn das nicht funktionieren sollte, wie es jetzt bei mir der Fall ist, ist auch auf jeden Fall nicht schlimm. Denn ich bin nämlich vorher in freies Ziel gegangen, denn ihr könnt mich dann zur Not, falls das nämlich rumbacken sollte, wie jetzt bei mir der Fall sein sollte, normal ist das halt nicht, einfach dann einen Spieler suchen, der sich in einem anderen Zielmodus befindet, deswegen geht einfach von Anfang an ins freie Zielen rein. So, wir warten bis die erste Meldung gekommen ist, dann holen wir uns nochmal die Meldung ab, die zweite Lehrmeldung, die lehnen wir dann ab und jetzt sind wir wieder entfreezed und dann laufen wir einfach zu dem Auto, was wir uns ziehen wollen und warten dann, bis wir in die MOC gezogen werden. Bei dem einen kann es etwas länger dauern, bei dem anderen geht es etwas schneller, das ist überhaupt kein Problem. So, wir haben den schwarzen Bildschirm, ist perfekt. Und nun sind wir mit dem Auto in der MOC. Und ja, das war's eigentlich auch schon. Wenn ihr euch jetzt das nächste Auto ziehen wollt, das ist ganz wichtig, dann überschreibt dieses Auto halt mit einem LG aus irgendeiner Garage und dann fahrt den LG halt wieder aus der MSC raus. Das ist wirklich ganz wichtig, dass ihr es auch immer so macht. Und ja, Leute, ich hoffe, das kleine, aber feine Video hat euch gefallen. Wenn es denn so sein sollte, würde es mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mir noch ein Abo und ein Like da lassen würdet. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.